Geht das? Ich freue mich sehr, wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Ne? Ich weiß, ich bin auch total begeistert, wie lustig Sie doch so in Persona wirklich rüberkommen. Wirklich? Mhm. Das freut mich. Ich habe es ganz vergessen, aber natürlich, das ist die aktuelle CD von Nina Hang. Freut euch, da ist auch dieser Titel drauf. Und guck mal, wie das spiegelt. Hollywood, Sie leben in Hollywood, das ist beneidenswert. Nee, ich lebe nicht in Hollywood, ich arbeite in Hollywood. Ich habe dort eine Dokumentation über ganzheitliche Medizin hergestellt, Harald. Oh. Denn es sterben viel zu viele Menschen und krank. Und wir brauchen nicht krank sterben. Ja, wir können auch wir gesund sterben. Mit vollem Besitz unserer Geisteskräfte auf natürliche Weise. Also das heißt, ja, mehr Atmung, den Körper insgesamt. Stimmt es, Sie wohnen im Haus von Jimi Hendrix? Da war Jimi Hendrix, hat aber in 60er Jahren drin gewohnt, das stimmt. Ach so, ja. Und merkt man da noch was vom Geist, so dass da so eine Zunge noch durch... Wir haben dieses Bild aufgehangen von Electric Ladyland, wo Jimmy die ganzen Gottheiten repräsentiert. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie sich an das Plattencover erinnern können? Ja, das war... Ja. Das hängt da. Jimmy, ja. Und dann habe ich auch noch einen Piloten hergestellt für die Nina Hagen TV-Show. Hey. Ich komme jetzt auch bald im Fernsehen. Hier oder in Amerika? Hier. Hier. Ich würde sagen, Nina Hagen TV-Show, ARD. Vielleicht fangen wir da. Ach, ihr habt auch noch keinen Sender? Nee, ich werde mit dem Piloten rumlaufen zu den verschiedenen Sendern. Das ist dazu gehört. Ja, das muss man sagen. Piloten, das sind Testsendungen. Die Zuschauer, das ist so ein Fachbegriff. Ja. Ja. Ich habe immer dein Make-up bewundert. Wie intensiv ist das, sowas aufzubauen den ganzen Tag? Also wenn ich weiß, dass ich abends wohin gehen will, dann hole ich mir aus dem Hause Leichner, alte Berliner Theater-Make-up-Company, hole ich mir die Glitterteilchen und die Wimpern, die nach außen gehen, die blauen oder die lilanen. Und dann mache ich die Theaterschminke drauf, das dauert dann so einen ganzen Tag. Tatsächlich? Man muss ja auch immer wieder nachlegen. Ja. Weil die Haut nimmt ja auch so viel Schminke auf. Und du bist ja auch Hausfrau und Mutter, ja? Ja, kannst bin du ich. In so einem Outfit normale Hausarbeit machen? Wenn ich weiß, dass ich abends ein Konzert habe, beziehungsweise eine Party oder ein Happening oder eine humanitäre wichtige Angelegenheit und wieder Nelson Mandela treffe, der mich dann immer küsst. Ja? Ja. War das aufregend? War super. Sehr charming, Nelson Mandela. Das ist, du engagierst dich für Tiere. Ja, ja, ich mache bei der Tierschutzorganisation PETA mit. Und ich habe mich ihnen geschenkt sozusagen, weil die machen mit vielen schönen Frauen auf dieser Welt so eine Plakataktion. Ich gehe lieber nackt, als tote Tiere zu tragen. Richtig. Ich wollte auch nur noch mal andeuten, dass das mein glamouröser Kunstpelz ist. Und es gibt ein Foto, das morgen der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Das, guck mal hier, das A. Sehr, sehr gut. Das ist Wonder Bra, sehr sexy. Azdeen Alaya Wonder Bra. Ja, sieht ganz toll aus und wir haben eine Stufe mehr noch. Das ist das Foto, was morgen präsentiert wird. Ja, ja, das haben wir, das Foto. Ich gehe lieber nackt als tote Tiere. Sehr sexy. Das sieht toll aus. Danke. Ja, muss ich sagen. Oh, auch sehr mutig. Und der Erlös daraus, der geht an den Tierschutz. Und das war jetzt, was ich recht gesehen habe. Und das war aber die rechte Brust. Die rechte Brust. Und beide Brüste zusammen kommen dann für meine humanitäre Arbeit, für das Hospiz in der Nähe von Köln, wo ich auch mit meinem ganzen Herzen dabei bin. Und da sammeln wir noch kräftig Geld. Das ist das Elisabeth-Hospiz. Das ist also eine Einrichtung, wo Leute hingehen, mit denen es zu Ende geht. Mhm. Ja. Und dafür ziehst du, das finde ich eine sehr Business-mäßige Kombination. Dafür lässt du dich nackt fotografieren? Ja. Wo? Von meiner Freundin Susanne oder meiner Freundin Ute, die auch die Bilder gemacht hat, also mit Frauen. Ja, und wo sollen die Fotos veröffentlicht werden? Ja, mal gucken, wer gut bietet, der kriegt die dann. Für den Wohl. Ist ja gut, alles schön ästhetisch und kunstvoll wird das dann hergestellt. Ja. Und sind gar keine Silikon und nichts und so. Und das muss ich doch hoffentlich verkaufen lassen, damit wir gute Sachen damit auf die Beine stellen können. So sehe ich das. Tolle Sache. Nina Hang, nackt. Ich danke dir. Danke dir auch. Ganz toll. I love you very much. Great. Nina Hang.
Kleinen. Geht, hast du was hier? Ah, sie hat noch was. Oh, ich danke Happy dir. Happy Christmas. Danke. Frohe Weihnachten. Toll.